Aber die Frankreich, die sehen das ja nicht so eng mit Beulen und Schrammen. Und ist ja scheißegal. Warten wir doch auf die Balkanerweiterung, die offizielle. Ich habe versucht, die vom ProMod zu installieren, aber da haben die Versionen nicht so richtig. Die Versionen nicht so richtig zusammengepasst. Nizza, jawohl. Ich bin in Nizza, aber ich sehe natürlich nicht viel von Nizza. Aber rein theoretisch kann ich jetzt ja auch Touren nach Nizza kriegen, ne? Bitte links halten. Jo. Das ist ja süß. Ja, aber die 3,5 Tonnen sieht man nicht viel, ne? Muss ich haben. Dann würde ich hier nicht drauf mit rumgucken. Das Ding wäre ja cool. Das würde mir natürlich gefallen. Oh, bitte links halten. Okay. Zocken. Och, ich meine, okay, da kommt bis Italien, kommen wir runter wahrscheinlich. Na, das ist ja Schnäppchen. Ich kann ja gleich nochmal rum drin nochmal durchfahren, ne? Wenn es so billig ist.
die Lenkung ist natürlich aber noch langsamer würde ich auch nicht fahren. Noch mal was 1000 Euro kriegen für den Auftrag. Herzlich willkommen in Italien. Mal sehen, ob die auch so viele Mautstellen haben. Weiß ich nicht. Ich war noch nie in Italien. Ne? Oh, die Feuerwehr schwächelt aber etwas. Ne? Ja, vielleicht ist der Fahrer müde oder kann ja sein. Ne? Eine alte Station. Ja. Oh, na guck doch mal, der ist doch schön, oder? Tatsächlich, guck, die Italiener können das auch. Ach nee, das Zoll. Okay, nee, Zoll ist ja wichtig. Soll es ja. Gut, danke schön. Da blicke ich aber immer noch nicht durch, mal ja, mal nicht. Das heißt, über Internet gekauften Marken, die man sich dann in die Frontscheibe kleben muss. Ja, Dankeschön, PKW, Dankeschön. 77 Kilometer noch, das werden wir auch schaffen. Nach Turin oder auch nicht? Ich bin mir nicht sicher. Ich wollte so schnell auf Anhieb geklickt. Ohne weiter zu überlegen. Italia. Ja, das war nicht so ideal, aber was soll man machen? Was ist denn so für eine? Das ist ja eine komische. Quatsch, hast du das gesehen? Fällt doch auf der Spur bleiben, ey. Boah, das ist aber komisch gemacht. Mailand. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Okay. Nimm die Ausfahrt rechts. Genua.
Genua. Aha. Haben also auch viele Mautstellen. Mann! Immer noch nicht. Und 16 Euro. Kleine Straße, trotzdem Hauptsache Mautstelle, wa? Ach, 40. Ist ja nicht zu schnell, wa? Genua. War das Genua? Okay. Oh, was ist das für eine Kurve? Demnächst links abbiegen. Aber unten erst, oder? Biege nach links ab. Jetzt? Okay. Praktisch, hör, die haben die Tankstelle da, guck. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Warum kriege ich meine Dings nicht gezeichnet? Meine. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Zweite, das erste. Nimm diese Ausfahrt. Okay, wenn du Wand. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Biege nach links ab. Ist der Hafen, oder? Sieht so aus, ja. Wir sind heile angekommen. Schaden dürften wir auch nicht so viel gemacht haben. Glaube ich jedenfalls. Weiß nicht, was so ein Schild kostet an Mautstelle. Ach, so.
Madrid nach Genua.